Sie hören Die Welt verbessert, fiktive Lösungen für reale Probleme von Joey Juschka. Autorenlesung, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. So kann es nicht weitergehen. Die Straßen der Städte stinken nach Urin. Für einen Toilettenbesuch muss man 50 Cent hinblättern. Tampons wechseln kann man auch nirgends so richtig. Und sowieso, als Frau allein unterwegs zu sein, ist gefährlich. Die Klimakrise ist auch noch nicht gelöst. Kaum einer zeigt Zivilcourage. Das nervt, sagt Joey Juschka, schreibt und verbessert die Welt. Und dann gibt es sie, die Gesetze, die es wirklich mal bräuchte für eine bessere Welt, in literarischer Form zumindest. Eine Welt ohne zu Hause im Alleingang putzende Frauen. Eine Welt ohne Lohngefälle zwischen er sie. Eine Welt ohne drei Sitze in der U-Bahn-Beleger. Und noch viel, viel mehr. Willkommen. Die Welt verbessert ist auch als Buch und E-Book im Konkursbuchverlag erschienen. Das Angebot. Was steht auf deiner So-kannst-nicht-weitergehen-Liste? Was nervt dich? Was siehst du um dich herum, das dringend mal weltverbessert werden müsste? Sag's mir, ich kümmere mich drum. Über meinen Fortschritt dabei informiere ich dich gern per Mail per Weltverbesserungs-News. Den Newsletter und weitere Updates zur verbesserten Welt findest du auf der Webseite zum Buch. Der Prolog. Wenn ich so durch die Straßen gehe, sehe ich oft Sachen, die ich nicht mag. Da pinkelt einer in eine Toreinfahrt, einfach so. Die Einfahrt stinkt schon sehr. Da sitzt ein anderer in der Bahn, belegt zwei Sitze und das sehr aggressiv und rückt für keinen zur Seite. Eine Frau muss stehen. Sie ist allein und schaut sich um, denn wenn sie allein ist, wird sie doof angemacht, zum Beispiel von dem Typen gleich da. Der Typ gleich da hat eine Freundin und die trägt weiß. Das sieht toll aus, ist aber gefährlich, besonders heute, fällt ihr ein. Sie kriegt ihre Tage. Ohne provisorisch gestöpselten Tampon steht sie da, das Blut droht zu rinnen. Und was jetzt? Was jetzt? Was geändert werden muss jetzt, denke ich, wenn ich all das so sehe. Und dann schreibe ich und verbessere die Welt. Und dann gibt es sie, die Gesetze, die es wirklich mal bräuchte für eine bessere Welt, in Kurzgeschichtenform zumindest. Eine Welt ohne Straßenpinkler, eine Welt ohne Klonutzungsgebühr. Eine Welt ohne drei Sitze in der U-Bahn-Beleger. Weltverbesserungsgeschichten also. Literatur, Geschichten vom Alltag, wie er wäre, wäre alles ganz anders. Kurzgeschichten also, nicht einfach irgendwelche, sondern Texte, die von Alternativen erzählen. Die sind nicht immer ganz ernst gemeint, aber dann wiederum eigentlich doch irgendwie. Warum sollte es keine Zupfsäulen geben zum schnellen Kontrollieren des richtigen Sitzes von Binden und Tampons? Keine Schutztruppe für alleinlaufende Frauen, keine App für mehr Zivilcourage in Bus und Bahn. Und für eine kurze Zeit gibt es das alles, solange die Erzählung von der verbesserten Welt ZuhörerInnen begeistert, LeserInnen. Meine liebste Reaktion des Publikums nach einer Lesung ist die Frage, sag mal, war das jetzt echt? Gibt es das wirklich? Ja, vielleicht. Die Probleme der Welt und deren Lösung. Das Problem? Der Klimawandel, bereits voll im Gange und doch mit zu wenig Geld für Gegenmaßnahmen versehen. Die Lösung? Hackerhitze. Draußen knallt die Sonne, drinnen sitze ich vorm Computer, mir kleben die Schenkel am Stuhl fest. Aber ich bleibe, ich muss. Ich ziehe die Vorhänge zu gegen die Sonne, die Hitze. Sie kommt von links, vom Fenster. Sie schmilzt mich, die Hitze, schmilzt mich, die Wände, die Welt. Ich lasse auch noch das Rollo herunter, sitze im Dunkeln. Nur der Bildschirm bringt Licht ins Zimmer. Katharina, das ist ungesund, sagt meine Mutter dann immer. Ungesund, die erste Silbe gedehnt auf gefühlt 10 Minuten. Ungesund ist eher die Hitze. Sie strahlt gnadenlos von den Wänden ab. Seit Wochen hat es morgens um 8 schon 27 Grad. Das ist ungesund, die Hitze, die Welt. Aber ich mache was gegen die Hitze. Nicht nur im Zimmer hier, Vorhang zu, Rollo runter, sondern global. Der Gedanke lässt mich lächeln, die Hitze leichter ertragen. 27 Grad. 37 mittlerweile, denn es ist kurz vor 2. Punkt 2 bin ich mit Tanja verabredet im Chat. Tanja. Wenn Tanja nicht wäre, würde ich hier nicht sitzen. Oder doch hier sitzen, nur anders. Ich würde schießen, ballern, duellieren, erobern und töten, manchmal auch etwas friedlicher sein, Siedlungen bauen, Tauschhandel treiben. Ich würde spielen. Diese Gamerzeit ist vorbei. Ich und Tanja, wir haben Wichtigeres zu tun. Viel, viel Wichtigeres. Weil die Hitze, die Welt. Ich schwitze.
Meine Bluse klebt mir an der Haut. Ich stehe auf, ziehe mir eine andere an. Eigentlich ist das egal, Tanja wird mich nicht sehen, kann auch nicht riechen, ob ich Schweiß verströme. So weit sind die virtuellen Welten dann doch noch nicht. Trotzdem, Tanja gleich frische Bluse. Die Haare kämme ich mir auch, trage Lidschatten auf. Ich glaube, es ist schon klar. Mir ist auch irgendwie heiß wegen Tanja. Ich hab da so ein Flattern im Bauch. Ich denke an sie, ich träume von ihr, von unserem ersten Kuss, dem ersten Sex, dem zweiten Sex, dem dritten, dem vierten. Dabei hatte ich noch nie Sex. Erstaunlich, was mir trotzdem so alles einfällt. Dass ich noch nie Sex hatte, liegt an meinem Alter, 14. In meiner Klasse hatte erst die Hälfte sowas wie Sex, jedenfalls die, die davon erzählen. Ich bin also keine Spätzünderin, mache mir da auch keine Sorgen, es wird schon. Dann wiederum aber mache ich mir doch etwas Sorgen, weil eben Tanja. Nur noch an sie denke ich und Tanja wohnt ziemlich weit weg. 997 Kilometer, 663, 477, je nachdem. Aber erst einmal ist sie hier, sie lockt sich gerade ein in den Chat. Du hier, tippe ich, als wären wir nicht verabredet, als wäre es eine gelungene Überraschung für. Aber so ist das nun mal mit Tanja, ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns treffen. Wenn auch nur im Chat, per Buchstaben, getippte Wörter. Und Emoticons, diese Smileys und Zeichen, Emotionen als Icon, als Symbol, die schicken wir einander ebenfalls. Videochat haben wir auch mal probiert, da schnitt ich mit heimlich. Ich wollte sie nicht nur 20 Minuten lang sehen, so lange hatten wir verabredet zu chatten, es wurden dann 4 Stunden daraus, ich wollte für danach ein Bild von ihr, also nahm ich auf. Und dann schaute ich immer wieder, schaute das Video an, schaute Tanja an, wie sie die Lippen bewegte, den Kopf, die Hände, die manchmal in dem Bildausschnitt flatterten, ihr Schlüsselbein, das immer im Bildausschnitt war und aber gar nicht flatterte. Dafür flatterte es bei mir umso mehr. Ich hatte Gefühle für Tanja auf einmal, Gefühle, für die es kein Emoticon gab. Fahrige Hände, kribbelndes Herz, zerhackte Gedanken, klopfendes Herz. Klopfendes Herz gab's doch als Emoticon. Ich schickte es ihr eine Woche nach dem Videochat, klickte und schickte und dann saß ich da vor dem Bildschirm und dachte, Scheiße, wenn sie nicht will, nicht auch ein klopfendes Herz für mich hat? Sie hatte kein klopfendes Herz für mich. Null, sagte sie und schaute mich an, ganz lange, wieder Videochat. Leider nicht. Diesmal schnitt ich nicht mit heimlich mit. Oder doch, nur drückte ich auf Aufnahme abbrechen, als ihr leider nicht durch den Lautsprecher drang. Oh, sagte ich. Tut mir leid, sagte sie. Ja, sagte ich, und dann zuckte ich mit den Schultern, als mache mir das nichts aus. Und es machte mir wirklich nichts aus, solange Tanja in meinem Leben blieb. Und das tat sie. Immer öfter chatteten wir. Nie mehr per Video, das war zu unsicher für das, was wir bald besprachen. Aber eben wieder per Buchstaben, Wörtern, Smileys, Emoticons. Auf dem Bildschirm prangt jetzt ein Smiley, Tanja winkt. Ich winke zurück, bin da, tippe ich. Schon klar, nochmal ein Smiley zum Text hinzu, du spinnst, mit Lächeln. Ja, tippe ich und dann wechseln wir über zum Geschäft. Das muss so sein, denn das ist, was uns verbindet. Was uns jeden Tag chatten lässt, jeden Tag Kontakt haben lässt, stundenlang sprechen lässt, gemeinsam planen, getrennt die Aufgaben erfüllen, dann wieder zusammenkommen, weiter planen, weiter besprechen. Ohne Tanja wäre mein Tag ganz schön trüb. Also Geschäft. Hier, lies mal, tippe ich und kopiere dann in den Chat hinein, was ich gefunden habe am frühen Morgen, als die Hitze, 27 Grad, mich aus dem Bett trieb. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kultur und, sobald die Erträge aus dem Stiftungsvermögen es erlauben, die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes. Tippt Tanja, die brauchen also Geld. Oder eine neue Satzung. Nee, Geld. Ist schon okay, dass sie auch Kultur fördern. Denkst du nicht? Doch schon. Also okay, Geld. Machst du das? Tanja schickt ein Daumen hoch, Emoticon. Wie viel, frage ich, antworte aber gleich selbst. Schließlich habe ich recherchiert, wie gut diese Stiftung Gelder verteilt, was für Projekte sie fördert und wie. 2 Millionen vielleicht? Ich glaube, die sind fit. Nimm Versuch, ist es wert. Mach ich. Jetzt übertreibst du, sag ich, auch wenn ich weiß, dass sie nicht übertreibt. Tanja lacht als Antwort. Smileys im Dreierpack. Sie ist ein Ass mit Banken, mit Geldanlagen, Wertpapieren, Aktien und so. Hackt sich da rein in 0, nichts und dann wieder raus. Hin und her und am Ende des Tages liegen hunderttausende Euro ganz woanders als noch am Morgen. Liegen parat, Spuren verwischt. Bereit zum Weiterverteilen. Umverteilen auf Stiftungen. Das ist unser Geschäft. Stiftungen Gelder zuschießen, wenn sie es verdienen. Verdienen tun sie es, unserer Meinung nach, wenn in ihrem Stiftungszweck was von Umweltschutz steht, Klimaschutz, wegen der Hitze. Wegen den 27 Grad am frühen Morgen, sogar hoch im Norden ist's nicht viel besser. Da schmelzen die Pole, das Eis. Da schmilzt das Licht, schrieb Tanja dazu mal.